Wir kommen zum letzten Schritt. Im letzten Schritt muss ich die Kantenstellung blind lösen. Dazu zeige ich noch einmal das Blatt, wie ich es mir im Kopf gemerkt habe. Also bei mir war es ein Lasso, Kanone, Schimmel, Fieber, Ragusa, Windel. Oder, wer es sich als Zahlen merken möchte, 15, 7, 2, 6, 3, 8, 9, 4, 11, 12, 2. Es geht jetzt darum, die Kante in Position 5, die muss wieder in die Position 3 gebracht werden, von den Kanten aus. Das ist meine Position, die ich immer verwende, um es mit der Zugfolge D zu tauschen. Okay, also, Kante in Position 5, die ist hier unten, die muss hier hoch. Ich wähle den Setup Move. Den findet ihr auch erklärt mit einem Video. Jetzt ist es in Position und ich habe hier nichts verändert. Dann kommt wieder die Zugfolge D. Und ich muss den Setup-Move wieder rückgängig machen. Also ich muss diese Kante nun wieder in ihre ursprüngliche Position 5 zurückbringen. Die ist korrekt. Die nächste Kante ist die in Position C oder in Position S könnte man auch sagen. Die ist hier unten. Nach links drehen mit einer 180 Grad Bewegung. Wieder die Zugfolge D. Wieder zurückdrehen in ihre Position 10. Auch die ist nun korrekt. Die nächste ist die in Position 7, die ist hier hinten. Wieder die Zugfolge D. Und wieder zurückbringen in ihre ursprüngliche Position. Dann die Kante in Position 2, die ist hier oben. Setup Move. Zugfolge D. Setup Move zurück. Dann die Kante in Position 6. Das ist diese hier. Setup Move. Zugfolge D. Setup Move zurück. Dann die Position 3. 1, 2, 3, das ist gerade hier hinten, muss ich keinen Setup-Move machen. Einfach die Zugfolge D. Dann die Position 8, die ist hier hinten. Setup-Move, Zugfolge D. Setup-Move zurück. Dann die Position 9, die ist hier unten. Setup Move, Zugfolge D. Setup Move zurück. Dann die 4, die ist hier oben. Setup Move, Zugfolge D. Setup Move zurück. Dann die Position 11, die ist hier unten. Setup Move, Zugfolge D. Setup Move zurück. Und die letzte ist die in Position, nein, die zweitletzte ist die in Position 12, die ist hier unten. Setup Move, Zugfolge D. Setup Move zurück. Und die allerletzte ist noch einmal die in Position 2. Damit habe ich den Cycle, ja, den zweiten Cycle gestartet. Ist wieder die. Setup Move, Zugfolge D, Setup Move zurück und der Würfel ist gelöst.